Manche zahlen viel Geld für zerrissene Jeans, anderen ist so ein Look peinlich. Und Risse oder Löcher sind dann das Todesurteil fürs Kleidungsstück. Vieles kann man aber ganz leicht selbst reparieren und mit ein bisschen Geschick wieder flicken, wenn man weiß wie. In unserer Rubrik Konkret gespart lernen von den Profis zeigt uns Modedesigner Walter Lunzer, wie kleine Reparaturen selbst gemacht werden können. Haben Sie auch solche Patienten im Kasten liegen? Viel zu schade, um sie wegzuschmeißen, aber ohne Reparatur nicht mehr wirklich ausgefallen. Große Löcher, kleine Löcher, aufgewetzter Hosenboden, zerschlissene Säume, ausgerissener Hosenzip lassen sich mit diesen Utensilien ganz leicht wieder retten, ein bisschen Geschick vorausgesetzt. Erster Patient, der zerschlissene Hosensaum. Es gibt eine ganz einfache Technik, da braucht man auch gar nicht nähen können dafür. Man nimmt sich so einen Saumfix, das ist so ein Klebematerial, schneidet da ein kleines Streifelchen herunter, stopft das zwischen die Lagen hinein, nimmt ein ganz normales Bügeleisen, ich habe hier ein Profibügeleisen zwar, bügelt da drüber und schneidet dann die überschüssigen Fäden ab und das ist dann sozusagen verklebt und kann nicht mehr weiter fransen, schaut aber dennoch noch cool aus. Durch den Kleber im Bügelfix, die ganze Rolle kostet gerade einmal 3,40 Euro, werden auch die Fasern des Jeansstoff zusammengeklebt. Sieht mit geringstem Aufwand wieder sauber und ordentlich aus, kann bei 40 Grad gewaschen werden und hält garantiert noch bis zu 10 Waschgänge aus. Zweiter Patient, der ausgerissene Hosenzip. Das zu reparieren ist eher was für Könner. Hier muss viel aufgetrennt werden. Im Falle einer Jeans gibt's dicke Stoffschichten und fürs Einnähen braucht's eine Profinähmaschine. Daher der Tipp. Da zahlt sich tatsächlich aus, eher zum Änderungsschneider zu gehen. Zu meiner eigenen Verblüffung machen die das zwischen 15 und 20 Euro. Und das ist, finde ich, ein gut investiertes Geld. Insbesondere dann, wenn man eine Hose hat, die einem passt, nur wegen dem Reißverschluss wegzuwerfen. Das ist gespart, so finde ich, ist das auch ökologisch und eine gute Idee. Dritter Patient, der Einschlagknopf an der Gesäßtasche fehlt. Wenn das mal passiert ist, kann man diese Knöpfe nicht mehr wirklich einschlagen. Man müsste sich entweder neue kaufen und die mit einem Hammer einschlagen. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man die dann erst recht verpresst und dann sind sie vernudelt. Deswegen rate ich dazu, Folgendes zu machen, diese Löcher zunächst mal zuzuflicken, das heißt mit Spannstichen zuzunähen. Ich habe das hier schon angefangen. Man nimmt einfach Nadel und Faden. Stopp, der Faden muss erst einmal ins Nadelöhr und dafür gibt es einen Trick so einfach wie genial. Zunächst den Faden doppelt nehmen, ins Bugkante quetschen und dann mit dieser Schlinge, das ist ein bisschen schwierig, das gebe ich zu, deswegen zahlt es sich aus, eine größere Nadel zu nehmen und diese Schlinge durch die Nadel durchschieben und dann nochmal die Nadel in die Schlinge stecken. Dann hat man so eine Art Schlag wie beim Segeln auf dem Nadelöhr und dadurch kann der Faden nicht mehr im Nadelöhr hin und her rutschen und verhindert, dass man zu schnell Schlingenbildung hat. Dann kann es schon losgehen. Zunächst das Loch, das der Originalknopf hinterlassen hat, stopfen und dann? Wenn man das Loch schon mal gestopft hat, dann gibt es die Möglichkeit, sich die Knöpfe, schönere Knöpfe einzeln zu kaufen. Es gibt eine unzählige Auswahl an Möglichkeiten und man kann damit mit ein bisschen Geschmack und Stil sich wirklich die Hose noch ein bisschen mehr aufpeppen. Vierter Patient und hier ist das Malheur besonders ärgerlich, Risse in der feinen Lederjacke. Ich gebe zu, dass Leder zu reparieren nicht ganz einfach ist, wenn man es nähen möchte, weil das rutscht nicht so gut in der Nähmaschine. Aber es gibt die Möglichkeit, wie bei Schuhen ja auch, das zu kleben. Im Stoffgeschäft, Bastelladen gibt es sogenannte Textilkleber. Die kleben so ziemlich alles zusammen. Man soll keinen Superkleber verwenden und keinen normalen Papierkleber, weil die machen das Material fest. Die bleiben relativ weich, auch wenn man sie klebt. Funktioniert so, aufstreichen, antrocknen lassen und erst wenn der Kleber angetrocknet ist, dann aufpressen. Passende Lederflicken gibt sicher jeder Schuster von seinen Lederresten her, unter Umständen sogar gratis. Der Kleber kostet maximal 5 Euro und die Jacke hat einen interessanten Blickfang bekommen. Patient Nummer 5, der schüttere Hosenboden.
sobald man da schon durchschauen kann, dann ist der richtige Zeitpunkt, noch bevor die Hose dann richtig zerschlissen ausschaut, mit einer Bügelklebe oder einer sogenannten Klebeeinlage, die kriegt man in jedem Stoffgeschäft eigentlich, drauf zu bügeln ein Eckerl, mit dem Bügeleisen fest draufpressen und damit sich durch die Reibung im Schritt nicht dauernd herunterwetzt, nochmal mit der Nähmaschine fest drüber zu nähen, idealerweise in der Farbe, in der die Jeans hat. Und dann hat man die Jeans auf jeden Fall mal nochmal circa 1 bis 1,5 Jahre lang gerettet. Unsere Patienten Nummer 6 mit demselben Wehwehchen, Löcher. Wichtigstes Utensil auch zum Löcherflicken, die Gewebeklebe. Bei dieser Jeans rät der Experte zum Kunststopfen. Zunächst kommt ein Stückerl Klebevlies auf das Loch und dann wird mit Nähgarn in derselben Farbe das Loch gestopft. Und mit diesem Trick ist das Loch kaum mehr zu finden. Eine andere Möglichkeit, ein Loch zu reparieren, ist absichtlich zum Eyecatcher machen. Bei diesem Loch im Kniebereich muss zuerst die Seitennaht aufgetrennt werden, damit dann genäht werden kann. Und zwar mit extra groben Nähgarn, damit man es auch deutlich sehen kann. Operation Kleidung selber retten gelungen, mit diesen Helferleins keine wirkliche Hexerei.